Herzlich willkommen zu Der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Ja. Mit. Und beim dem Overrock 90 und der Bananasauer als Co-Moderatorin. Oh ja, stimmt. Nicht und Co-Kommentatorin. Was habe ich gesagt? Co-Moderatorin, ist auch richtig. Oh, ich moderiere ja auch ein bisschen, ne? Oh, hier geht's weiter. Wir dürfen also mit Adlers fliegen. Aber was ich nochmal machen wollte. What? Ich wollte nochmal einen Shop gucken. Wo ist denn der Shop? Das wüsste ich gern. Selbst. Haben die doch mal gesagt, wo der ist, ne? Ja. Bei irgendeiner Frau. Hi. Shop. Frau. Hier ist sowas. Und da ist Bilbo wieder. Da vielleicht. Ja, aber leuchten die nicht eigentlich? Wer bist du? Willkommen, Zwerg vom einsamen Berg. Willkommen in Imladris. Benötigst du irgendetwas, das dir auf deinen Reisen hilft? Ja, wir sind gut. Sieht ein bisschen gruselig aus, ne? Zeig mir, was du hast. Oh ja, aber wir haben du. Ja so einen fetten Helm auf. So, was können wir uns denn für unser Fat Money kaufen? Da. Krampf im Bein, im Fuß. Ja, ist so erregend, ne? Du wieder. Was willst du denn verkaufen, oder was? Ja, ich guck nur, was mein Helm kann, ja. Ja, gut, der ist nicht so gut. Ich verkaufe mal den hier. Wie viel bringt der? 153 und der bringt 323. Ja. Und natürlich auch den hier. So. Tu wieder. Kaufen. Oh, fett viel Helme. Jetzt ist natürlich alles besser, weil du nichts aufhast. Yeah. Aber ich nehme den. Schulterplatte ist auch besser anscheinend. Weil ich es ziemlich teuer finde, Schulterplatte. Scheißegal. Wir haben das Geld. Oder? Boah, plus 15 Schaden. Und das hier, plus 15 Schaden, 2 Betäubungen. Aber ist 89 schlechter. Sehr viel schlechter. So, dann nehmen wir aber das mal. Hm? War auch teuer bestimmt, ne? 1444, genau. Ja, das geht das ja noch. Gerade so. Lehrmeister nur. Okay. 71, 62. Okay. Abtrennen? Ja. Ich nehme aber die hier. Ah. Die sind ziemlich gut. Wir pimpen uns mal vollständig auf. Warum sind die alle so viel besser? Das ist eine gute Frage. Was habe ich denn gerade für eine? Ja, anscheinend eine schlechtere. Witzig. So, dann gucke ich mal, was ich habe gerade. Hä? Wie sind die so scheiße? Plus 2 Stärke. Ja, die sind alle kacke. Die ist ja... Das ist ja deine, die du jetzt gut hast. Ja, richtig. Ich schmeiß die hier mal alle weg. Die hier auch. Die nicht. Die auch nicht. Ja. Schmeiß ich die ja weg, so. Ja, dann kann ich noch behalten, falls meine zu abgenutzt ist. Genau, da wollte ich nämlich hier nochmal gucken. So, dann eigentlich ist ja die hier die beste, ne? Die hier. Mhm. Also plus von der Attacke auf jeden Fall. Ja, und auch von den Werten, also von diesen Effekten, was die kann, weißt du? Mhm. Oh, guck mal hier. What the fuck? Das ist eine zweihändige Hand. Axt. Guck mal. Aber Schaden ist gering, ne? Blitzschaden und unglaublich viele andere Sachen. Was ist denn das zweite für ein Schwert? Blitzschaden. Das hier? Ganz normales, ein zweihändiges. Hm. Das hier sind auch zweihändige Waffen. Das sind alles zweihändige Waffen, oder? Ja, auch zwei. Boah. Boah. Die sind ja krass drauf, Alter. Bist du ein Elben? Boah, guck dir ein Schild an, ey. Den nehme ich. Gibt ja alle Kohle aus, ne? Ja, klar. Aber, weißt du was? Ich kaufe mir auch die hier. Plus 16 Blitzschaden. Jetzt hast du kaum noch was. Egal. Habe ich mir verdient. Da ist nichts Gutes dabei. Und hier. Oh mein Gott. Was ist das denn? Warum ist da so ein roter Punkt? Weil es mir nicht leisten kann. Oh. Aber ich kann es mir leisten, wenn ich Sachen verkaufe. Haha. Ich kann hier bestimmt Sachen verkaufen. Nein, haben die alles schon verkauft. Scheiße. Aber du kannst vielleicht noch Klamotten verkaufen. Ja, richtig. Ich kann ein paar Schilde verkaufen. Ja, genau. Ich kann hier Sachen verkaufen. Plus 20 Gesundheit. Das ist vielleicht das fast kaputte da?
Ich guck mal. Das hier kann ich nicht mehr gebrauchen, ne? Einhandschuhe. Warum ist das eine... Warum ist das hier besser? Das er kreuzt. Ach, das hier meinst du? Die roten. Erfordert Level 9, erfordert 14 Stärke. Deswegen. Achso, und das andere auch, oder was? Ja. Erfordert Level 10, erfordert 15 Stärke. Okay. Ja. Aber meins ist ja besser, was ich hier mit zusammen geschmiedet habe, ne? Dann kann ich den Schild verkaufen, der ist nicht so gut. Dann kann ich den Schild verkaufen. Den Hammer verkaufe ich auch. Jetzt reicht es schon. Das auch. Bevor du jetzt Sachen verkaufst, die du gar nicht. Okay. Dann kaufe ich mir mal die coole Hose hier. Gut. Ich würde sagen, Shopping-Waren ist vorbei. Ja. Jetzt werde ich erstmal... anlegen. Genau. Zack. Oh cool, der sieht anders aus, siehst du? Ein bisschen. Der ist nicht ganz zu. Nee. Das finde ich gut. Dann noch ein neuer Arm. Polsters. Dann haben wir hier noch das neue Teil, was richtig krass ist, ey. Mit einem coolen Effekt. Yeah. Endlich wieder ein roter Zwerg. So. Dann noch diese coolen Dinger hier. Oh, die Armbrust wollte ich. Ja, die neue hier. Wollte ich auch aufsetzen. Yeah. Sieht auch nicht mehr so... schlicht. Ja, richtig. Sieht nicht mehr so krass aus. So, jetzt musst du dich entscheiden. Hm? Ich werde auf jeden Fall den Schild hier nehmen. Also eine einhändige Waffe dazu. Oh ja, stimmt. Das ist ja wieder die Frage. Oh, oh geil, das ist doch wie diese Figuren da. Ja, richtig, genau. Wie die am Wasserfall, meinst du? Genau. Okay. Schaden. Alter, das ist natürlich krass, ne? Das ist zweihändig, ne? Und Blitzschaden, ja. Oh. Sorry. 134 bis 108. Aber reduzierte Abnutzung ist auch. Und 16 Feuerschaden, 3 Wille. Eigentlich ist die Waffe richtig gut, ne? Lass erstmal. Aber ich will mir die mal angucken, ja? Okay. Boah. Ja, wenn mein Schild abgenutzt ist und die Waffe abgenutzt ist, dann werde ich die auf jeden Fall nehmen. Musst du das Schild hier ranmachen? Ja. Ist ein bisschen umständlich. So. Und dann haben wir hier noch die Hose, die neue. Die Pling-Pling-Hose. Oh, heftig. Ich glaube, ich bin gut gerüstet, oder? Ich hoffe, wir brauchen das denn jetzt auch. Ja, also... wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ganz schön viel Zeit verschwendet hier. Aber jetzt geht's ab ins Abenteuer. Ja. Ab die Post. Jetzt gehen wir in Feindesland, oder? Gundabad Berg. Berg. Ja. Ja. Da ist bestimmt wieder trist, oder? Kalt. Oh, geil. Das ist das Schneelevel, was ich die ganze Zeit im Trailer vorher gesehen habe. Da kommt bestimmt auch ein Schneetroll vor. Jetzt schon? Bestimmt. Aber guck mal, wie viele Feinde hier. Das ist ein Lager. Ich will ne. Why not? Warum nicht? Heißt das auf Deutsch? Ich weiß. Grusel mich davor eben. Ich weiß es nicht. Echt schön. Ich hoffe, wir sind bald am Ziel, sonst wird sich dieses Wetter noch tödlicher als die Orks erweisen. Nur Mut. Wir sind fast da. Und der Schneefall verbirgt uns vor den Augen des Feindes dort unten. Beleram, sieh! Über den Berg! Nein. Geil, Fellbestien, oder? Guck mal, das ist Lager. Setzt uns Scheiße. Ab! Wir können im Schutz dieses Sturms versuchen, einen Weg in den Berg zu finden. Das wird kaum gelingen. Er ist schon zugefroren, der Bart. Ja. Sobald wir euch abgesetzt haben, werden meine Kameraden und ich diese Biester erledigen. Cool. Fellbestien? Ja. Wahrscheinlich. Sie setzen uns jetzt schon vorher ab. Mhm. Weil wenn ich an den Fellbestien vorbeikomme. Oder das zu gefährlich ist für uns da drauf. Logischerweise, wenn wir runterfallen, sind wir tot, ne? Oh, guck mal seine Waffen an, hast du gesehen? Mhm. Er hat eine Axt und so ein langes Schwert. Und sie hat auch sowas. Vor uns sind Patrouillen und es scheint, als würden sie etwas suchen. Patrouillen? Ihre Augen weniger scharf sehen als die unserer Adlerfreunde. Wir können unter den Horden von Gundabad wie einfache Orks erscheinen. Naja, bestimmt nicht uns. Wir sind gerade erst angekommen. Sie gehen in die andere Richtung.
toll, die greifen schon an. Ganz toll. Was ist hier los? Kann ich nicht weitergehen? Doch. Da war eine unsichtbare Wand. Ja, ich ein wichtiger Punkt. Okay. I kill you! Oh, Motherfucker! Warum gehen die in die andere Richtung? Patrouille. So. Die haben das nicht gemerkt, dass meine hier angreifen. Guck mal, die haben eine Fackel fallen lassen. Siehst du es? Ja. Oh, ich hab vergessen, wie man schnell läuft. Zu lange wieder nicht gespielt. Ja. Tot. Wow! Schwarzes Blut im weißen Schnee. Wow, geil. Du hast wieder eine Trophäe verdient. Hier, Fluch von Mordor habe ich verdient. Ja, kommt doch her, ihr kleinen Ratten. Okay. Habt ihr Angst oder was? Wahrscheinlich. Obwohl, sie sehen gar nicht so klein aus. Sind größer als du. Oh. Oh. Kann das sein, dass ich ganz schön viel abgetrennt habe gerade? Ach, das meine ich vielleicht mit mehr abtrennen. Ja, genau, dass man eine höhere Chance hat, den Gegner was abzutrennen. Dann ist er nämlich direkt kampfunfähig, weißt du? Ist ja logisch irgendwie, ne? Echt? Das ist ja schon ein Punkt. Da steht schon einer. Und da kommen die anderen. Scheiße, der ruft wohl hier. Kein Ding. Das macht voll Fun, ey. Ja, komm her. Das war riesig, ne? Naja, nicht riesig. Doch, irgendwie schon. Ist der größer als die anderen. Jetzt ist er aber... Schon mal demoliert? Kopf ab. Legendäres Abtrennen. Oh! Fuck. Du bist fast über den Kopf gestolpert. Echt? Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Oh Mann, Hilfe! Sie haben noch auf ihren Gegner, auf ihren Kumpel eingetreten. Oh, guck mal, da unten. Wo denn? Siehst du das? Oh mein Gott. Sind das alles Orks? Ja, das ist eine Streitmacht. Ein paar mehr, oder? Ja. Oh! Ich glaube, da brauchst du Unterstützung. Ich hoffe, ich krieg bald mal hier Feuerpfeile oder sowas. Gibt's bestimmt auch noch, oder? Ich schätze mal. What do you think? I think so. Oh, den will ich killen. Wartet auf mich. Ich werde zu dem kommst du nicht, oder? Doch. Ich bin gleich bei dir. Deiner... Oh Mann! Ah. Jetzt ist er tot. Geil. Oh, du bist halt wieder ein Level aufgestiegen, ne? Ja. So, jetzt gucke ich mir das nochmal an, ey. Das muss ich mir angucken. Ich kann ihn nicht abschießen, ne? Bam. Guck mal, die bewegen sich auch. Ich dachte erst, das wäre Glut oder so, aber... Ja, genau. Mit einem Schnee. Ja, das ist ja das Witzige. Aber cool, cool. Dann haben die Orks also eine riesige Streitmacht, oder? Der böse Argendor. Heißt, wir sind hier richtig. Vielleicht, um den zu finden. Oh, oh. Ja. Ja, Attacke. Fähigkeit nicht bereit? Ja, ich habe wieder öfter gedrückt, als ich sollte. Wow, die schlagen das alle auf. Das sieht immer so niedlich aus, wie der kleine Zwerg da die Großen niedermetzelt. Ja, ne? Wow. Aber ich find's cool, wie schnell er hier von Fern auf Nahkampf wechselt, weißt du? Mhm. Und jetzt kümmere ich mich um dich. Boah, du hast mich attackiert, du Penner. Oh, das war schon. Schade. Kein Spaß mehr. Aber hier jetzt noch mehr Spaß. Oh, der ist schon total durchlöchert hier. Yeah, das war's. Rüstung habe ich gekriegt. Noch einer von diesen fliegenden Albträumen. Was? Wir haben keine Armee, die dem standhalten kann. Das ist sicher. Aber wonach suchen Sie dann? So, jetzt wird hier noch gelootet. Gucke ich mir gleich mal die Sachen an, die ich gekriegt habe, ne? War da so viel? Ja, ich habe eine goldene Pfeife gefunden. So, da guck mal, da gibt es schon weiter. Der nächste Punkt. Richtig. Aber wie gesagt, oh, da oben lag noch was, oder? Jetzt geh doch mal hier, Mensch, da oben. Wow. Ist es? Oder ist das nur ein Stein? Ich sehe nichts. Scheiße, hier ist dunkle. Ja, ist ein Stein. Ja, tut mir leid. Hätte auch so ein Misthaufen sein können. Ja. Kann man ja nicht wissen, ne? Ah, das kann bestimmt hier Andrea, oder wie sie heißt, einsammeln. Mhm. Sie heißt Andrea, ne? Mhm. Gut.
Was hast du bekommen? Oh das? Oh mein Gott. Und unerbitterlich, ich dachte unsterblich. Das ist besser, ne? Sogar nochmal als die Rüstung hier. Aber die gibt mir 15 Schaden. Mm. Ich bin mir da nicht so sicher, was ich machen soll. Hübsch. Soll ich mir den Schaden sichern oder die Rüstung? Ich sichere mir mal die den Schaden, weil ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich genug Rüstung habe. So. Ja, guck mal, mein Leben ist wieder aufgefüllt. Weißt du, warum? Na? Weil ich mich ja von selbst regeneriere irgendwie. Mhm. So, und hier geht's beim nächsten Mal weiter, wenn wir uns diesem Troll nähern. Nein. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. One step at a time, don't be